Ey, Wallah, keiner von uns war einfach in diese Wohnung gemeldet, wie Flüchtlinge. Warst du gemeldet? nein. Leute, wir sind umgezogen. Wir wohnen jetzt in Berlin. Guck mal wo. Wir haben einfach nur ein Bett und ein Perle. Mehr braucht man nicht. 7:30 Uhr müssen wir einen Transporter abholen. Wie spät ist es? Ohne Momento. 7:27 Uhr. Ich bin fertig seit einer halben Stunde. Aber was mit dieser Person hier? Diese Person lässt sich sehr viel Zeit. Wallah. Alles kein Problem, kein Problem. Ist ein Problem. Hey, okay, Allah, hast du alles? Schlüssel von der Wohnung. Das wäre nicht schlecht. Ja, ansonsten noch ein bisschen Money, damit man ein bisschen klarkommt im Leben. So hören wir. Ich bin müde, Wanda. Ich habe so schlecht geschlafen, Wanda. Ich habe so schlimme Sachen geträumt. Ich stehe auf und sage, du hast mit mir gekuschelt. Like, ich hatte selber Probleme, ich muss auch selber klarkommen. Ich wusste nicht, ob mein Traum ist oder ob echt ist. Okay. Los. So, Leute, wir holen jetzt einen Transporter ab. Los geht's. So, wir sind im Transporter auf Baustelle. Ab nach Düsseldorf. Hey, wa. Hola, Mikadora. Okay, du wusstest auch nicht, dass ich komme, oder? Natürlich nicht. Du willst ein Rumto, ne? Ein Rumto, genau. Darf ich reinkommen? Kommt rein, kommt rein. Natürlich. Bevor wir anfangen, Leute, die Wohnung ist unordentlich, weil wir gerade alle Sachen zusammenpacken. Sie nehme ich hier heute aus. Das wollte ich einfach nur so anmerken. Willst du reden und ich filme am besten, weil du kannst mehr dazu sagen. Komm, wenn du willst. Okay, Leute, wir befinden uns gerade im Flur. Und bevor Luisa hier mit eingezogen ist, habe ich hier alleine gelebt. Ist eine Einzimmerwohnung. Miete war auch nicht teuer. Ich habe um die 400 Euro bezahlt. Jetzt haben wir ein paar Möbel. Als Luisa hier neu war, hatten wir erstmal nur eine Matratze. Wir hatten auch kein Bett. Es gibt natürlich schlimmere Verhältnisse. Es gibt natürlich schlimmere Situationen. Das weiß ich. Bei uns war es halt nicht einfach. Aber irgendwie halt haben wir es doch gemeistert. Und ja, heute ist der Tag, wo wir ausziehen. Ich zeige euch jetzt erstmal die Küche. Komm mit. Also, das ist die Küche. Ich finde die ganz schön. Ich wusste auch nicht, dass ich eine neue kriege. Das ist von der Hausverwaltung, also war gut. Hier haben Luisa und ich immer Workouts gemacht. In der Küche auch. Ja. Okay, wir sind immer noch in der Küche. Hier ist unser YouTube-Studio und unser Schreibtisch. Immer noch in der Küche. Hier haben wir gechillt, hier haben wir gegessen. Hier haben wir Storys für euch abgedreht. Ja, Mann. So, das war's mit der Küche. Komm weiter. Ja, komm weiter. Das ist der Flur. Kleiderständer. Wir hatten erstmal einen anderen, aber der ist kaputt gegangen. Wir haben ja auch gerade alles rübergehangen, weil es kommt gleich alles in Kisten. Okay, Leute, wir befinden uns im Bad. Hier geht Luisa mal scheißen. Nada. Hey, das ist auf jeden Fall das Bad. Jetzt kommen wir ins Schlafzimmer. Das sind original unsere Möbel, die wir uns geleistet haben. Ja. Wir haben hier ein paar kleine Schränke. Ikea, yeah. Die sind auch schön Schrott. Die ganzen Sachen, die hier alle auf der Oberfläche liegen, werden gleich in Kartons eingepackt. Nicht wundern, wir wollten halt unbedingt euch noch die Wohnung zeigen, bevor wir hier ausziehen, auch wenn es unordentlich ist. Den Spiegel haben wir, waren übertrieben stolz drauf, da ist er am ersten Tag kaputt gegangen. Da hatten wir Paranoia, dass das Pech bringt, aber irgendwie hat Glück gebracht. Und ich kann euch jetzt mal endlich die Gegend zeigen. Wir haben genau hier gewohnt, an alle, die vielleicht unsere Nachbarn waren. Nusret! Cappuccino! Ja, Leute, die hat auf jeden Fall alles für uns angefangen. Jetzt haben wir so eine große Community und haben einiges aufgebaut, sagen wir so. Und dafür sind wir übertrieben dankbar. Und ihr seht, wir hatten nicht viel. Es geht natürlich immer weniger, aber es ist wirklich nicht viel gewesen. Und man kann aus allem was machen. Wir haben Gas gegeben. Und ganz ehrlich, wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Wir haben einfach gemacht, wisst ihr? Jeden Tag aufeinander aufgepasst, einfach gemacht. Und dann lief das einfach. Und deshalb, egal was jetzt kommt, ich werde nie vergessen, was wir hier hatten. Ging ja auch schon bei unseren Eltern los. Wir waren nie die Leute, die viel hatten. So. Und deswegen sind wir übertrieben dankbar. Das heißt, sollten wir alles irgendwann mal verlieren, haben wir eigentlich so nichts verloren. Einfach die schönste Zeit meines Lebens. Vor allem, ich dachte immer so, mein Leben dreht sich um Fußball. Es geht darum, Fußballer zu werden, dann werde ich glücklich. Aber wallah, das, was ich hier hatte, hat mich viel glücklicher gemacht. Viel, viel glücklicher. Ich glaube, das ist mit allen Zielen so. Wenn man denkt, ein Ziel ist einem wichtig, das ist nicht so wichtig. Glaub mir. Viel wichtiger ist Familie, solche Sachen. Zum Schluss war es einfach schön, jeden Tag jemanden an seiner Seite zu haben. Und viele fragen, ob wir uns nicht auf den Sack gehen. Oder wir gehen uns nicht auf den Sack. Oder gehst du auf den Sack? Nein. Du hast keinen Sack, aber eine gehst du auf den Sack? Ja, manchmal nerv ich dich schon. Ja, aber nicht so eine, dass ich sage, ich will alleine sein. Oder wir waren einfach bis jetzt jeden Tag miteinander. Jeden Tag. Jeden Tag. Sie ist mein bester Freund. Sie ist meine beste Freundin. Und dein Perle. Sie ist mein Perle. Und sie ist mein Perle von ganz Europa. Versteht ihr, wie ich meine? Period. Hör auf mit so einer Scheiße.
Auch wenn die Wohnung nicht perfekt ist und sie ist auch gerade unordentlich, weil wir umziehen. Uns bedeutet das sehr viel, dass ihr es auch seht. Wir nehmen euch auf jeden Fall jetzt noch mit beim Packen. Nächster Tag und wir sind immer noch hier. Leute, die Wohnung ist jetzt komplett leer. Es schallt auch hier drin! Woo! Da gibt's einen Jungen, sein Name ist Nada. Aui! Ey, wow. Ey, bist du glücklich, dass wir es geschafft haben, sei ehrlich. Wallah, ja. Ja, Mann. Läuft, würde ich mal sagen. Kann einfach nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich habe schon öfters YouTube-Videos gesehen, wo die so sagen, boah, das war so anstrengend und das war so schwer. Und ich habe mir immer gedacht, was reden die da? Das ist doch nur ein Umzug. Ich hätte auch gedacht, dass wir das viel schneller hinkriegen, aber wir haben einfach 2 Tage gebraucht. Da kommt the man and the man. Superman. Jo, wir schaffen das. So, wir sind jetzt wieder im Auto, fahren zurück nach Berlin. Willst du noch irgendwas an unsere Community sagen? Ey, wow.